So, hallo, wir machen mal wieder weiter beim Super Mario Maker 2. Die Testaufnahme war gerade synchron. Wir können das auch ganz kurz hier einmal testen. Ich sehe es nur jetzt nicht, ob es funktioniert, weil es hat halt gerade funktioniert. Also, wenn ich jetzt springe, dann ist alles gut, dann ist der Part synchron. Ach ja, und wenn der Spielsound entsprechend auch passt. So, ja, ist gerade alles wieder ein bisschen stressig bei mir. Ich werde wahrscheinlich so zwei Parts aufnehmen und dann ist wahrscheinlich schon wieder alles durch. Wir gucken mal, wie viel wir schaffen. Also, die wichtigen Neuigkeiten hier gibt es nicht. Insofern können wir das ja eigentlich einfach überspringen. Das ist alles nicht sehr... Ja, das ist einfach nur Zeug. Endergebnis Ninchi Speedrun. Ich denke mal, wir werden wieder die 3 Sterne geholt haben. Oder was das ist. Oh! Haben wir nicht... Oha. Ja gut, aber ich habe mir auch nicht wirklich viel Mühe gegeben. Ja. Ja. Na gut. Ich habe mir nicht wirklich viel Mühe gegeben bei den Ballonrennen, weil ich hatte da echt nicht so die Lust drauf. Aber in Ordnung. So, dann. Ich habe keine Ahnung, was ich machen wollte. Eigentlich wollte ich ja mal beliebt, ne, und so gucken. Und Kaizo, nee, Kaizo nicht, aber Super Expert. Aber ich denke mal, in der Zwischenzeit sind ja hier schon wieder Dinge passiert. Da haben wir zum Beispiel Bouillon's Bay. Vicaris hat ein Level hochgeladen. Vicaris hat... Oh, Vicaris fängt anscheinend eine Welt an. Ja, dann ist jetzt natürlich die Frage. Warte ich, bis die Welt fertig... Wait, die Welt ist fertig. Da ist eine Welt. Ah, okay. Okay, okay, cool. Vicaris hat eine Welt. Das heißt, die Level hier spielen wir nicht einzeln, die spielen wir als Welt. Beethovens Bullet Symphony, oha. Noch ein Devori-Level. Rabaros. Frank hat auch wieder was gemacht. Non-Kapulus Power Speedrun. 10 Sekunden. Okay, das gucken wir uns an. Und da ist das Level, was wir gespielt haben, Castle Breakout. Okay, perfekt. Die ganzen Level, die ich letztes Mal geschafft habe und die nicht abgeschlossen sind, sind jetzt natürlich auch nicht mehr hier auffindbar. Bei den Leveln, die ich gespielt habe. Aber das ist egal. Hatten wir das jetzt geschafft oder nee? Ach, das war der Mist mit dem Schießen. Ja, 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 nee, haben wir nicht geschafft. Also, gucken wir uns das mal an. 0,67. Pau Kaizo in the Snowland. Was hast du getan? Was hast du getan? Oh, ich... Oh, oh. Oh Gott, ich kann doch... Oh Gott. Ich muss den loslassen und dann... ich kann doch sowas... sowas kann ich doch gar nicht. Hilfe. Wie geht das? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass wir damit jetzt die Zeit verbringen sollten. Jetzt reizt es mich nur, ob ich es schaffen könnte, so einen Sprung anzusetzen. Aber was kommt danach? Wenn das Ding 10 Sekunden... Wenn das Ding 10 Sekunden geht... Das, oh Gott. Nee, ich hab... Das müsste ich erstmal üben, um sowas... Das kann ich überhaupt nicht. In der Luft einen Powjump. Das sah jetzt gar nicht mal so verkehrt aus, wenn man jetzt noch drauf landen würde und noch abspringen würde. Wäre der Sprung schon mal da. Okay, wenn ich später loslasse... Eieiei. Oh, so schmeiße ich ihn. Also ich muss schon nach unten drücken, ne? Ja, und dann noch abspringen. Und dann noch abspringen. Ja, wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Das ist... das ist eigentlich nicht das, womit ich einsteigen will. Ach Mensch, was mache ich hier schon wieder? Ah, jetzt bin ich... Ah, jetzt reizt mich das. Verdammt. Ah, das ist...
das reizt mich jetzt. Es wäre aber halt schon schlau, sowas zum Beispiel erstmal zu testen in einem Setup, wo man nicht sofort stirbt, weil das ja auch Zeit kostet, jedes Mal den Game Over Screen hier zu bekommen. Ah, und dann noch abspringen. Also erstmal drauf landen und dann noch abspringen. Ah, das. Wie mache ich das, dass ich mal viel zu bald loslasse? Also, dass er mal so richtig runterfällt und mal gehe ich so mit ihm mit. So, das ist ja gut, wenn der so mit mir mitgeht, das ist dann die Richtung, die ich haben möchte. Ah, das war glaube ich, jetzt mit am nächsten bisher. Wie gesagt, ich muss halt drauf landen und dann noch abspringen. Ah, es sieht immer so knapp aus, deswegen will ich es weitermachen. Nein, das war schon wieder so knapp. Muss man sich noch ein bisschen zurückdrehen? Nee, man kann den, glaube ich, schon einfach mitnehmen, ne? Oh Gott, nee. Also, es ist jetzt halt, ne, das ist jetzt halt nicht, damit möchte ich jetzt nicht das Video füllen. Wir gucken mal ganz kurz, ob es nur dieser eine Sprung wäre. Das interessiert mich nämlich gerade noch. Nein. Okay. Warte, wie ging das? So ging das. Nein. So. Oh, weia. Also, man muss da drüber kommen. Und dann nochmal einen Pouch-Jump. Und dann nochmal. Man muss drei Pouch-Jumps machen. Und der da ist noch so durch die Sägen noch irgendwie ganz knapp. Okay. Und das in 10 Sekunden. Nein, da bin ich raus. Also den einen einzelnen hätte ich vielleicht irgendwann hinbekommen, aber ich glaube nicht. Gucken wir, ob mir Franks Level mehr Glück bringt. Gucken wir, ob mir Franks Level mehr Glück bringt. Bone Bucket Bayou. Oh, uff. Hi. Okay, das ist also so ein Level. Oh je. Okay. Ey, ja. Da war der Skill. Nicht. Oh je, immer wieder diesen Sprung. Ich werde, ja, sicherlich in der nächsten Zeit an dieser Pflanze sterben. Kann ich hier eigentlich ran? Oh, nicer Bonus. Nicer Bonus. Man kann da tatsächlich rein. Das ist cool. Wenn man an sowas denkt, das ist immer ganz cool. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder in die... Okay. Okay, ich glaube zu verstehen, was von mir verlangt wird. Ja, genau das. Okay, sehr gut. Zieht der auch rüber? Wo zieht der hin? Hä, muss ich jetzt hier oben drüber? Ah, musste. Was hat denn der Swamp da verloren? Da hätte er auch einen Block hingekonnt, ein normaler. Okay. So, die da unten werden wahrscheinlich gleich böse Dinge mit mir machen. Oh, und der bringt mir den nächsten... Dings. Panzer. Ach, Mist. Okay. Okay, cooles Level bisher. Jetzt müssen wir es nur noch weiter schaffen als bisher. Aber cool. Gefällt mir. Ja, gut. Es ist von Frank, ne? Es ist... Die sind immer cool gebaut. Auch die Ideen. Es ist immer wieder was Neues, was er sich ausdenkt. So, es ist eigentlich nie wirklich gleich. Ne? Er hat so ein Level in der Art noch nicht gebaut gehabt bisher. So, zack. Zack, und jetzt ist hier unten. Oh, da muss ich aber. Oh, da muss ich richtig aufpassen. Der nächste dann. Okay.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass danach dann gleich der Checkpoint kommt. Das würde zumindest von der Länge her zu dem Frank-Level passen. Ah, das ist ein echt cooles Level. Ah. Ich weiß übrigens gerade, wofür das Swamp da ist. Ich glaube, dass man sich umbringen kann, falls man darunter fällt. Sonst habe ich da nämlich nur die Option, neu zu starten. Was an sich ja auch in Ordnung ist, da man eh noch keinen Checkpoint hat. Aber das ergibt ein bisschen mehr Sinn, glaube ich. So. Wir sind wieder hier. Zack. Zack. Und jetzt nicht. Genau. Perfekt. Ja, natürlich bin ich direkt vor dem Checkpoint wieder gestorben. Jetzt muss ich den Sprung hier durchschaffen. Es war so knapp, ne? Ist ja auch wieder ein Bonus? Diesmal nicht. Okay. Es war so ein knapper Sprung. Hallöchen. Ja, hi. Aber Checkpoint. Nice. Okay, also wir springen nicht in den Swamp. Der Swamp killt sich ja auch selbst. Ich muss eigentlich nur aus der Gefahren. Ich muss eigentlich nur aus der Gefahrensituation da rauskommen. Ich sehe auch schon, wie ich da rauskomme. So nämlich. So. Jetzt kann ich den auch immer wieder an- und ausmachen. Aber er muss an sein. Also aus sein. Da oben ist nichts weiter, also gehen wir einfach hier runter. Okay. Eins, zwei, drei. Ich vertraue dir. Okay. So, da oben. Ah, okay. Ich habe nur eine Chance. Weil wenn ich die Pflanzen weg habe, ist es vorbei. Ich kann das nur einmal machen. Zack. Zack. Okay, aber das geht auch klar. Das ist kein Thema. Ich gehe jetzt hier ganz langsam vor. Okay, da muss ich gleich wieder mich ducken. Muss aber erstmal den Sprung über beide Pflanzen schaffen und ducken. Sehr gut. Das ist auch böse. Da muss ich jetzt so vor dem Swamp landen, dass ich ordentlich. Ah, jetzt hat er den kaputt gemacht. Nein, da wäre der nächste Checkpoint hundertprozentig. Ach, ärgerlich. Okay, kriegen wir aber hin. Kriegen wir aber hin. Fühlt sich noch nicht so schwierig an. Kriegen wir hin. Jetzt sind wir schon wieder hier. Ja, hab ich gemerkt, hab ich gemerkt. Hat nicht gereicht. Hat man sofort gespürt. Nehmen wir eigentlich auf? Alles? Ja, gut. Mal wieder zur Sicherheit einen Blick zur Seite. Ich hatte heute tatsächlich das Problem, dass bei meinem Handy verschiedene Sachen nicht gegangen sind. Und es hat mich gewundert, weil an der Verbindung konnte es nicht liegen. Dann habe ich es einfach mal neu gestartet und dann ging alles wieder. Also manchmal sind auch die einfachen Lösungen tatsächlich die richtigen. Warum ich das jetzt erzähle, keine Ahnung. Wenn bei eurem Handy gerade was nicht funktioniert, ladet es einfach neu. Also startet es neu. Dann geht es wieder. So, jetzt hier. Nice. Hätte man halt, ne, hat man vorher nicht schnell reagieren können, wenn man es war. Nein! Habe ich mehr Versuche? Okay. Ja, dann ist das kein Thema. Da kommt noch einer nach. Das ist aber gut, weil dann kann ich den nutzen, um hier hochzukommen. Nice. So, und jetzt wird gescrollt. Okay. Finale. Ah, der will nicht. Okay, verstanden. Ich dachte, der fährt mich jetzt so ein bisschen hoch. Aber nö.
will er nicht. Ah, nein! Beim Scrolling kann ich jetzt natürlich nicht langsam vorankommen, so wie ich das gerne wollte. Jetzt muss ich mir hier ein bisschen... Uff, okay. Da dann mit Stampfattacke runter und dann weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Aber soweit alles in Ordnung. Fühlt sich alles noch schaffbar an. Hier ein bisschen schneller rum. Dann haben wir hier auch mehr Zeit. Zack und Stampfattacke. Und hier weiter und wieder den Trick mit dem Ding. Okay, das mit den Swamps macht er gerne. Oh, das sieht gut aus. Oder auch nicht. Nee. Das war's nicht. So, zack. Hier hoch. Hier runter. Und hier rein direkt. Ich hab... Ah, was mache ich denn? Okay. Ah, ein bisschen gucken, was da noch so kommt. Aber das... sieht unangenehm aus. Es bleibt auf jeden Fall alles hektisch. Treffe ich's denn nicht? Mist. Ups, ich dachte, das haut nicht hin, aber es hat hingehauen. Okay, die Variante hatten wir auch noch nicht. Ah. Mit genug Anlauf könnten wir vielleicht sogar hochkommen, nachdem man die Pflanzen da oben gekillt hat, ne? Oder? Ist es von der Höhe her drin? Wäre das leichter Cheese? Aber es wäre einfacher, in der Shell einfach drin zu landen und sich zu ducken. So, das ist eigentlich nicht so schwierig. Sollte man meinen. Na bitte. So, und jetzt hier rüber. Zack, zack. Jetzt weiß ich schon, der kommt angeschossen. Hier rüber. Und jetzt landen wir hier wieder im Wasser. Okay, nice. Dann hier drauf. Hier, zack, zack. Okay, jetzt weiß ich halt nicht. Ah, das habe ich nicht mehr gesehen. Okay. Fürs nächste Mal weiß ich's. Ich hätte es auch sehen können, aber ich habe es noch nicht wahrgenommen in meinem Blickwinkel. Ich habe es in meinem Blickwinkel einfach noch nicht wahrgenommen, was da kommt. Jetzt weiß ich, da kommt die Plattform. Aber ist ja soweit auch alles gar nicht so schlimm. Ne? Das geht ja klar. So, zack. Hier kommt die erste Plattform. Ich habe nur immer Angst. Okay, nice. Und hier rüber und hier hin. Und dann ist hier der nächste. Und dann springen wir hier raus. Und dann... Oh, oh, schießt bitte noch... Okay, er schießt öfter. Sehr gut. Aber es ist ein schneller. Es ist ein schneller Schießer. Da muss ich aufpassen, dass ich das jetzt kriege. Nein! Ah, so close.
Aber kriegen wir alles hin. Auch dieser Abschnitt ist durchaus spielbar. Hopp, hopp. Komm her. So, zack. Dann hier weiter. Hier kein Quatsch machen. Hier ist auch alles gut. Hier den Sprung, der war knapp, aber... Nein! Ärgerlicher Zeitverlustsprung. Nein! Nein! Jetzt mache ich wieder Quatsch. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich erstmal so 5 Minuten lang sterbe, bevor ich wieder zum Ende komme. Genau an dem Punkt sind wir jetzt wieder. Sorgen wir dafür, dass wir nicht an dem Punkt sind, okay? Cool. Das heißt, wir schaffen es jetzt bis zum Ende und dann wird sich zeigen, ob wir es insgesamt schaffen. Aber bis zum Ende will ich jetzt auf jeden Fall kommen. Da hält mich jetzt nichts mehr auf. Vor allem will ich keine Tode haben, die ich vorher noch nicht hatte. So plötzlich ganz komische Tode. Sehr gut. Jetzt sind wir ja schon fast wieder da. Zack, zack, hier drüber. Hier drüber. Okay, wir sind am Ende. Jetzt kann erstmal nichts mehr passieren, weil hier haben wir ja Zeit. Nein! Yes! Oh Gott, ich dachte schon. Ich bin ganz ehrlich. Irgendwie traue ich dem Ding im Wasser nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der dafür da ist, dass man die... Oh, ich habe Angst, dass der... Aber er... Nein, der trollt mich nicht. Okay. Man könnte sich jetzt damit das Leben holen, aber... Ist egal. Ich bin auf Nummer sicher gegangen. Puh. Schön. Schön, schön, schön. Dann schließen wir mit einem Devory-Level ab. Das ist, glaube ich, direkt drüber. Nein, irgendwo ist es da. Injurious Floating Monsters 2. Ich glaube, das ist eher... was anderes. Ich glaube, das ist aber ein Musiklevel von ihm. Na, das ist ja ein Galaxy-Track. Also los geht's. Ist das überhaupt ein Galaxy Track? Der klingt... Nee, es klingt so ähnlich, oder? Oh, wait, ist das ein normales Level? Oh, was... tue ich denn? Aber irgendwas... Ach, Bouillon's Base ist das Ding in Galaxy, ne? Nicht Bay. Bouillon's Bay... Ah, hi, hallöchen. Bouillon's Base heißt das Level. Wie auch immer man dieses Bouillon's ausspricht dann, ne? Oh mein Gott, was... Was geht hier ab? Ich muss doch nur die Dinger hier erwischen. Eben. Das ist doch gar nicht so wild. Da wollen wir uns jetzt nicht erwischen lassen. Wir gehen hier einfach ganz gechillt durch. Okay, da kommt ein Checkpoint. Nice. Nehmen wir den mal. Was ist da? Wait, was ist da oben? Ich will da hochschauen. Da ist eine Lücke. Ja, scheinbar ist da nichts. Gut, dass wir drüber geredet haben. Oha. Nice. Geh mal weg. Okay, cool. Cool. Geh mal weg. Cool. Oh boy. Okay. War soweit alles in Ordnung hier? Das ist auch kein Thema. Wait, was ist das jetzt? Einfach explodieren bringen. Okay.
Hier ist nichts Gefährliches. Da wäre eine Münze, die interessiert mich jetzt nicht. Oh, jetzt machen wir das über Bäume, oder wie? Da ist der Sprung gar nicht mal so unknapp, aber alles in Ordnung. Checkpoint. Bowser. Jacuzzi. Ha! Aua. So, da ist einer. Ich muss die anderen finden. Da ist einer. Und da ist einer. Nice. Und da ist mein Ziel. Ah, da wären mehr gewesen. Da wären immer wieder welche nachgekommen. Ach, da, okay, das Leben verpasst. Ist aber nicht so wichtig. Oh, nicht, dass hier nochmal was passieren kann. Ich fühle mich schon wie ein Sieger. Ja, nice. Cool. Thanks. Ja, das war doch mal ein schönes anderes Level von Devorie. Gut. Dann schließen wir hiermit ab. War kein Musiklevel. Habe ich falsch interpretiert. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal die anderen Level und dann das übernächste Mal, denke ich, kommen wir zur Vicaris-Welt. Je nachdem, wie lange die anderen Level dauern. Was fehlt uns noch? Starbomben von Rabaros und das hier von Devorie. Und das hier von Rabaros. Und dann ist die Welt dran. Okay, danke fürs Zuschauen und tschüss.